Hallo, ihr Lieben da draußen. Heute ist die Lootless Box angekommen und ich freue mich wahnsinnig. Ich habe sie schon ausgepackt. Ich war einfach viel zu neugierig und ja, wir fangen gleich an, damit jeder auch gleich sieht, was drinnen ist. Und wie gesagt, ich freue mich über alles, was dabei ist, vor allem über die Challenge. Aber zur Challenge gibt es dann ein eigenes Video und ich hoffe, ich kann es durchziehen, weil es hört sich doch ziemlich gruselig an. Also, wir fangen an. Ich beginne gleich mal mit dem Plus-Item. Das ist eine Superman-Tasse. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich finde sie voll klasse. Die wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz in meinem Schrank bekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich draus trinken werde, aber mal gucken. Also stelle ich mal das Zeichen. So, als nächstes haben wir wieder mal einen Aufkleber. Ich weiß nicht. Der kommt auch wieder an meine Aufkleberwand. Vielleicht verteile ich noch weiter, ich weiß es noch nicht, aber ich finde ihn süß. Seht ihr den so? Kommen wir gleich zum nächsten. Das wird die Challenge werden. Das sind Red Hot. Könnt ihr das sehen? Cinnamon Flavored Candy, also Zimt. Ich mag Zimt eigentlich gern, vor allem zum Beispiel Big Red oder sowas, aber die sollen ja ziemlich scharf sein. Man soll da eine halbe Packung davon essen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Wahrscheinlich werde ich sogar die ganze Packung essen. Im Lootbox steht, wenn man weint, dann mag man sie. Wir werden sehen. Als nächstes, ich will mal eine Visitenkarte von MIB. Vorne drauf das MIB-Logo und hinten drauf 504 Battery Drive. Könnt ihr das sehen? Cool, die wird einen Platz in meinem Gap-Beutel finden. Wenn mich jemand ärgert, zeige ich die einfach mal vor. Es gibt ja verschiedene Aliens da draußen. Zumindest kommt einem das so vor. Als nächstes haben wir ein Solarfeuerzeug. Ich als Raucher werde es mal ausprobieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin im Moment ein bisschen skeptisch, aber kann ja passieren, dass es klappt, ne? Cool. Ein Feuerzeug kann man immer brauchen. Als nächstes, ein Notizblock in Form meiner Pixelhand. Die kann man auch immer brauchen. Die sind auch noch stylisch. Finde ich klasse. Werden auf jeden Fall Verwendung finden. Irgendwo kann man die schon hinmachen. Ich packe das jetzt mal aus. Mal gucken, ich glaube, das sind nämlich so Dinger, die man aufbacken kann. Yeah, klasse. So. Sag ich doch. Cool. Kommen wir nun zu. Das sind meine Favoriten. Die Hand geht schon wieder stiften. Meine Favorites überhaupt: T-Shirts. Ich stehe auf die T-Shirts von Lutz, die haben einen eigenen Platz in meinem Schrank gefunden. Ein Fach nur für Lutz T-Shirts. Greetings from Rook Island, a paradise to lose yourself in. Schick! Kommt das gut drauf? Ja. Das war übrigens meine Tochter, ich meinte eigentlich euch, aber egal. So. Das war's schon fast, aber jetzt kommt das Geilste überhaupt. Eine Funko Pop. Ich habe Loki bekommen und ich finde den total scharf. Konnte von Loki anscheinend auch. Nee, Quatsch. Das da hinten ist Loki Odin Heimdall Lady Sif und ich habe eben Loki bekommen und ich finde Loki voll cool. Und ich bin ja jemand, ich stelle mir die so ins Regal. Ich packe die aus. Mir ist es egal, ob die nicht in der Kiste sind oder nicht in der Kiste. Oh, und der wackelt. Oh, das ist ein Bubblehead. Oh, ich finde es faszinierend. Ich freue mich sau cool. Wenn ich jetzt ein Auto hätte, dann würde ich mir den ins Auto stellen. Dann würde ich mir das voll hinkleben hier. Boah, ich bin begeistert. Das ist sau cool. Man sieht den Look nicht so richtig. Aber jetzt sieht man den Look hier richtig. Ich finde das voll cool, ey. Also, ich muss sagen, die Bluetooth-Box war mal wieder voll klasse. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste. Ja,
an Lucius selbst, macht bitte weiter so, vor allem mit dem Tamiya-Figur. ja, kurz, aber schmerzlos, vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft, ich weiß es nicht. Ja, freut euch auf eure Box. Ich freue mich tierisch. Bis bald! Und